die Harmonie und die Seherin. Vollmond in Wassermann am 19.08.2024 um 20.25 Uhr. Der Vollmond in Wassermann ist ein Ereignis, das tiefgehende und oft unerwartete Einblicke und Veränderungen mit sich bringt. Der Wassermann als Luftzeichen steht für Innovation, Unabhängigkeit, Originalität und soziale Gerechtigkeit. Wenn der Vollmond in dieses Zeichen fällt, wird die Energie dieser Eigenschaften verstärkt und beeinflusst sowohl individuelle als auch kollektive Erfahrungen. Dieser Vollmond fördert kreatives Denken und die Entwicklung neuer Ideen. Der Wunsch nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit wird stärker. Es kann eine Zeit sein, in der man sich von einschränkenden Situationen oder Beziehungen lösen möchte. Während dieses Vollmonds kann es leichter sein, Emotionen objektiv zu betrachten und rationale Entscheidungen zu treffen. Wassermann wird vom Planeten Uranus regiert, der für plötzliche Veränderungen und Überraschungen bekannt ist. Man sollte auch unerwartete Wendungen vorbereitet sein und flexibel reagieren können. So können wir uns in Vollmond in Wassermann fragen, wie kann man die Energie des Vollmonds in Wassermann am besten nutzen? Welche Schritte kann ich zu einer größeren Freiheit unternehmen und wie kann ich diese Aspekte stärken? Die Herausforderungen können emotionale Distanz und Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich sein, insbesondere wenn andere mehr emotionale Nähe suchen. Unerwartete Veränderungen können ebenfalls Stress verursachen. Daher ist Flexibilität wichtig. In Beziehungen könnte der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit und persönlichem Freiraum stärker hervortreten. Es ist wichtig, offen und ehrlich über diese Bedürfnisse zu kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Wie kann man sich auf die möglichen unerwarteten Veränderungen vorbereiten? Zum Beispiel durch gemeinsame Aktivitäten. Diese können Beziehungen stärken. Flexibilität und Offenheit für neue Erfahrungen sind entscheidend. Es kann hilfreich sein, Pläne locker zu halten und bereit sein, kurzfristige Anpassungen vorzunehmen. Proaktives Handeln ist gefragt. So können wir aus eigenem Antrieb und vorausschauend handeln, anstatt nur auf äußere Einflüsse oder Ereignisse zu reagieren. Es geht darum, die Initiative zu ergreifen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor Probleme auftreten oder Chancen verpasst werden. Die Aspekte von proaktivem Handeln sind Situationen im Voraus erkennen und mit diesen umzugehen. Wir dürfen Verantwortung übernehmen, anstatt auf andere oder äußere Umstände zu warten, können wir Verantwortung für unser eigenes Handeln und unsere Entscheidungen übernehmen. Selbstständig handeln und aktiv nach Lösungen und Verbesserungen suchen. Positives Mindset, Proaktivität, ist mit einem positiven und lösungsorientierten Denken verbunden. Anstatt sich auf Probleme zu konzentrieren, suchen proaktive Menschen nach Wegen, um Hindernisse zu überwinden und ihre Ziele zu erreichen. Proaktives Verhalten kann in vielen Bereichen des Lebens von Vorteil sein.
da es hilft, besser vorbereitet zu sein und die Kontrolle über die eigene Situation zu behalten. Dafür dürfen wir auf unserer heutigen Mondreise wieder ganz tief in unser Urvertrauen hinabsteigen. Die Seherin möchte uns auf unserer heutigen Reise zur Seite stehen. Die Seherin hat den Mut, den freien und leeren Raum zu betreten. Die heiligen Momente des Lebens ereignen sich dort, wo es keine Wertungen und keine Urteile mehr gibt. Aus diesem weiten und freien Raum entspringt die Quelle des Lebens. Aus dieser reinen Quelle des Lebens speist sie dich, die Seherin, Zeit deines Lebens. Freue dich auf die heutige Reise in den unermesslich reinen Liebesplaneten, die Venus, einzutauchen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina. Ich bin mediale Trainerin für Wahrheitsfindung und Weiterentwicklung. Ich lese den jeweiligen Weg, der vor uns liegt, aus verschiedenen universellen Feldern. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Schön, dass du da bist. Es ist gut, so wie es ist. Denn dein Leben hat vieles mit dir vor. Das Leben ist voller Veränderungen. So erkenne auch ich auf meinen Reisen, in meinem Lebensrad, meine Themen und Aufgaben, welche ich in diesem Leben erfüllen will. Wenn du das auf deinen Mondreisen erkennen möchtest, melde dich gerne bei mir, um deine jetzige und kommende Aufgabe zu erkennen. Denn wisse, erst dann, wenn wir uns selbst ganz vertrauen, werden wir auf unseren Reisen in die nächsten Ebenen stabil aufsteigen können. Wir lassen uns auf unserer weiteren Mondreise in unser Urvertrauen hineinfallen. Das Vertrauen auf den Fluss des Lebens, auf unsere hilfreichen Kräfte und unsere Seelenkräfte. So werden uns unsere lichten Boten und Helfer in die Felder des heilenden Feuers führen, um uns in unserer weiteren Entwicklung heilbringend unterstützen. Alles, was nicht mit dem Lebensplan übereinstimmt, wird verbrannt. Die Energie, die daraus hervorgeht, hat Bestand. Wir dürfen in uns erkennen, was es braucht, intensive Heilung zu erfahren. Wir werden auf unserer Reise unsere weiteren Helfer kennenlernen, welche uns im ersten Teil wieder tief in unsere Urkraft zur Mutter Erde führen und unsere Urschöpferkraft erwecken und danach weiter in die Felder der Wirklichkeit der Venus zu reisen. Die Urkraft in uns zu entwickeln, ist ein wesentlicher Aspekt für unseren Aufstieg in die nächsthöheren Dimensionen des Lichtes. Weitere Codes werden unsere Zellen durchlichten, um einen Abschluss des Alten zu erhalten. Ihr Lieben, in meiner spirituellen Begleitung erhältst du deine wunderbare Weiterentwicklung auf deinem Weg in die neue Zeit. Wir haben vor unserer Inkarnation unser Leben, unsere weitere Entwicklung und Verwirklichung, alles geplant und mit hierher gebracht. Komme mit mir, gerne unterstütze ich dich im Lesen deines Seelenplans und deiner Entwicklung.
Du erhältst Antworten auf deine Fragen. Warum bin ich hier? Was möchte ich in dieser Inkarnation verwirklichen? Ebenfalls unterstütze ich dich gerne in der täglichen Energieübertragung um 22 Uhr und meinen Heilsitzungen. Hier erkennst du ganz schnell, was in Heilung gehen darf. Vielleicht kennst du das auch, dass spirituelle Entwicklung nicht mit täglich 5 Minuten zu erreichen ist. Es ist ein stetiger Prozess und es gibt kein Ende. So könntest du dich in Vollmond in Wassermann am Ende des Tages fragen, wie kann man die Energie des Vollmondes in Wassermann am besten nutzen? Welche Schritte kann ich zu einer größeren Freiheit unternehmen? Und wie kann ich diese Aspekte stärken? Wie kann ich mich den möglichen, unerwarteten Veränderungen, auf diese mich vorbereiten? Oder bist du zu müde und ausgelaugt und nimmst dir hierfür nicht die Zeit? Wie fühlst du dich, wenn du diese Fragen hörst? Ganz ehrlich, nur wenige haben den Mut, sich diese Frage zu stellen. Hierfür biete ich dir meine kostenlosen Tagesimpulse an. Mache es gerne zu deinen täglichen Ritualen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Lasse es zu. Hier findest du auch die täglichen kostenlosen Meditationen. Komme auch mit zu unserem wöchentlichen Livestream. Hier arbeiten wir mit den jeweiligen Tagesenergien. Die Teilnehmer berichten, dass ihr Leben leicht ist, wenn sie nur ihre jeweiligen zugehörigen Codes sprechen, welche du in den Streams erhältst. Ebenfalls kannst du von mir ein persönliches Coaching zu all deinen Themen erhalten. Melde dich auch in unserem Newsletter an. Alle die Links findest du unter dem Video. Komme nun mit zur Meditation. Das Video enthält starke Heilenergien durch die Kraft unserer 13 Ebenen, dem Seelenrad, Lebensrad und dem Engelsrad. Die Klänge und lichten heilenden Frequenzen erhöhen mit jedem Anhören die Energie. Am Ende des Videos wirst du mit einem Glockenton wieder zurück ins Hier und Jetzt geführt. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinausstrahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Friede in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Deine Emotionen kommen ganz zur Ruhe. Tauche ein in deinen Herzensraum. Nimm die Liebe dort wahr. In deinem Herzen dein Feuer, die Dreieinheit in dir entfacht. Fühle diese Liebe. Fühle die Stille und Geborgenheit. Fühle, wie der Friede in dir entsteht.
dich tief verbindend mit sicherer Kraft und stabil in deinem Herzensraum. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt. Lasse dich ganz hineinsinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst die Energien dort wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr. Sieh die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten, Solea, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Wir werden dich auf deiner heutigen Reise begleiten. So laden wir dich ein zu der Reise tief in deine Seele hinein. Dort, wo alles für dich gespeichert wurde. Du bist stabil. Dein System wurde erneut für diese Reise ausgerichtet. Geliebtes Kind, ich, Solea, begleite dich durch deine Zeitenlinien. Wir, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel sind bei dir. Nimm deine Herzensmitte wahr, werde ganz weich. Lasse dein Herzensfeuer weit um dich herum strahlen. Fühle, wie die Enge sich dabei auflöst. So wandere mit diesem Leuchten über deine Fußchakren ganz tief in den Schoß der Erdenmutter. Und nimm wahr, wie sich deine Lichtwurzeln dort geborgen fühlen. Im Schoße der Mutter baden. Und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Lasse dich vom Feuer der Erdenmutter umfangen, wenn du dich kraftlos fühlst. Ich entzünde das Feuer in dir. Fühle die Stille. Öffne all deine Sinne für all das, was sich dir in der Dunkelheit zeigt. Es sind die Stimmen von Mutter Erde. Sei ganz konzentriert und entspannt. Mutter Erde, bring dir das Lied deiner Träume. Lasse es geschehen. So bist du eingetaucht, tief in meinen Schoß, dort, in deinem Schoß.
deine Schattenwelt und diese umarmtest. Wisse, geliebtes Kind, ich schenke dir Geborgenheit in meinem Schoße, so dass du deine Harmonie findest. Halte nun inne. Dort in der Tiefe findest du den Schlüssel zu deiner Kraft. Die Gefühle wallen hoch, sobald du das dunkle Wasser mit deinen Händen berührst. Den tragenden Grund unter dir kannst du nicht sehen. Denn das tiefblaue Wasser befindet sich in Aufruhr. Dennoch hat diese sich aufbauende Unruhe auch etwas Belebendes, etwas Erfrischendes an sich. Gerade diesen Mut erwecke ich, die Erdenmutter, in deiner Seele. Den Mut nämlich, deinen eigenen, tiefen Urgrund zu begegnen. Die überschäumenden Gefühle werden sich wieder beruhigen. Und dann wirst du deiner ureigenen Kraft näher kommen. Erkenne nur in der Vereinigung in der Tiefe des Urgrunds, in der Verbindung mit dem geistigen Licht, findet dein wahres Erkennen statt. Lasse dies nun geschehen. Fühle, wie das heilige Feuer dich nach oben trägt, über deine Chakren. Fühle dieses Feuer, wie es in deinem Wurzelchakra die Kundalini entfacht. Diese nach oben steigt, über deine Chakren, deine Wirbelsäule entlang, alles für dich reinigt und auflöst. Die Zeit, die du brauchst, so wird alles heilen. Sieh die Mondsichel über deinem dritten Auge und sieh, wie sie silbernes Mondlicht in dich ergießt. Genieße diese Reinigung. Silberne Mondwasser fließt durch all deine Chakren. Deine Körper, Organe, in all deine feinstofflichen Zellen, in deine Zellen und tief in die Zellkerne hinein. Genetische Codes der Wirklichkeit werden zu dir gebracht. Voller Harmonie getragen von deinen Seelenkräften begrüße ich dich
Ich, Solea, begleite dich erneut auf deiner Heilreise. Fühle, wie wir dich höher tragen in die Felder der Liebe. In die Felder der Venus. Erinnerungen an euer Paradies. So führen wir dich dorthin. Und wisse, geliebtes Kind, hier erkennst du die Liebe in deinem Herzen. Du erkennst dich selbst. Erkennst den Ort des tiefen Vertrauens. Fühle diesen Ort. Fühle die Energien, Sicherheit, Liebe, Vertrauen. Erinnerungen werden wach. So führe ich, Solea, dich in die lichten Felder der Venus. In dieser Energie. Genieße das Lichtbad deiner Seelenkraft. Deine Boten und Helfer, deine Seelenengel singen ihr Lied. Genieße, genieße. Schöne, kristalline Steppen. Deine Energien erhöhen sich stets und werden in dir in jedem Moment eingebettet. So führen dich deine Engel. Hier findest du einen wichtigen Schlüssel, welcher dir ein neues Tor öffnet. So führen wir dich durch dieses Tor. Lasse es geschehen. Geliebtes Kind, so führen wir dich heute in die Felder der Harmonie. Ich, Solea, werde für dich dein Herz und Verstand miteinander verschmelzen. Wisse, geliebtes Kind, dies brauchst du, um in Gänze einst in deinem Herzen zu sein, aus deinem Herzen heraus zu handeln. Lasse es mit der Musik geschehen. Thank you.
Um wirklich frei zu sein, musst du zuerst ganz in dir ruhen. Denn wisse, geliebtes Kind, erst dann bist du frei, wirklich frei, um innig zu lieben. So wirst du die Reinheit der Liebe finden. Denn nur dann, geliebtes Kind, wenn das Alte abgeschlossen ist, so erhältst du ein Geschenk, das dein Leben erfüllen will. So fühlst du, wie du weitergetragen wirst. Die Energie verändert sich. Ein Kreislauf findet seinen Abschluss. In dir darf etwas zu Ende gehen. So führen wir dich in die Felder der Harmonie. Du erkennst das Seelenrad, das Karma-Rad und das Engelrad. Wie sie übereinander drehen, erst schwer, dann immer leichter und leichter. Links herum, rechts herum, ineinander drehen, dich höher tragen. Du hörst, wie deine Seele flüstert, denn wisse, geliebtes Kind, deine Seele kennt die einzelnen Räume und ihre Themen. In deinem Seelenrad sehr genau. So singt deine Seele ihr inneres Lied. Ich gleiche aus. Ich löse auf. Ich harmoniere. Innerer Friede. Vereinigung von Licht und Schatten in mir. Befreiung der Emotionen. Das Universum ist polar. Durch diese allem innewohnenden Polarität entfaltet sich das Leben. Gegenseitige Pole ziehen sich an und spiegeln miteinander. Das Ziel der Harmonie besteht darin, die verschiedenen Pole nicht zu bewerten, nicht das Licht über den Schatten zu stellen, sondern das eigene Licht genauso wie den eigenen inneren Schatten zu umarmen, zu lieben und zu leben. Die Elemente sind verschmolzen. In der geheilten Form befinden wir uns in der Fähigkeit der Wertfreiheit und der Emotionsfreiheit. Die Fähigkeit, die Mitte zu finden und mit beiden Polen zu spielen. Ausgleichen, auflösen, harmonisieren. Die Fähigkeit, Spannungen in sich selbst oder im Umfeld zu erkennen und zu erlösen.
Deine Seele singt dein inneres Lied. Innerer Friede, ich vereinige Licht und Schatten. Ich bin frei von Emotionen. Alle Elemente sind vereint. Im Schatten empfinden wir emotionale Unruhe, heftige Reaktionen gegenüber andersdenkenden oder andersfühlenden Menschen, den Schuldigen im Außen suchen. Lasse dies nun geschehen. Lasse es mit der Musik geschehen. So sinkst du tiefer hinab in das Wesen deiner Seele. Der Strom bringt dich zur Seherin. Geliebtes Kind, ich, die Seherin, habe den Mut, den freien und leeren Raum zu betreten. Ich habe den Mut, in die Stille zu gehen, ohne im Vorhinein zu wissen, was ich dort finden kann. Für mich liegt die Erfüllung nicht unbedingt in der Fülle, sondern ich weiß, dass der scheinbar leere Raum mir ein Geheimnis offenbaren will. Dort im leeren Raum finde ich eine kristallene Kugel, die von innen heraus leuchtet. Ich nehme diese Kristallkugel in meine Hände und blicke hinein. Zuerst sehe ich lange nichts. Doch dann kommt allmählich mein Geist zur Ruhe. Den Gedanken nämlich, die mir durch den Kopf gehen, schenke ich der Seherin keine Bedeutung mehr. Ich beobachte das Geschehen. So hört mein Kopf auf, sich mit diesem in mir stattfindenden Gedankenstrom zu identifizieren. Ich höre auf, meine Gedanken zu sein. All jenen Denkmuster von wahr und falsch, von gut und böse, von hell und dunkel. An die ich bisher geglaubt hatte, schenke ich keine Bedeutung mehr. Ich höre auf, überhaupt an etwas zu glauben. Und siehe da, in diesem Moment, als jede Wertung in mir endet, ereignet sich in meinem Wesen ein heiliger und mystischer Moment. Ich erkenne die kristallene Kugel, die ich in meinen Händen halte, als Teil meiner selbst.
heiligen Momente des Lebens ereignen sich dort, wo es keine Wertungen und keine Urteile mehr gibt. Aus diesem weiten und freien Raum entspringt die Quelle des Lebens. Aus dieser reinen Quelle des Lebens speise ich dich, die Seherin, Zeit deines Lebens. Lasse nun all das geschehen. In der Tiefe bemerkst du, dass deine Engel dir beschreiben, dass es nun Zeit wird, zurückzukehren. Du siehst die Felder, die Ebenen, den schönen Liebesplaneten. Es fällt dir leicht, zurückzukehren. Du hast etwas zurückerhalten, das dir in deinem Alltag dient. Deine dir eigene Urkraft, die Liebe, emotions- und wertfrei zu leben. Die Verwirklichung deiner Selbst in Fülle zu leben, in der Freude zu allem, was ist. Du fühlst Leichtigkeit und Lebensfreude in dir. So kommst du wieder in deinem Herzensraum an. Bedanke dich bei deinen Boten und Helfern, bei deinen Seelenengeln, der Mondmutter, der Urmutter, bei Solea, der Seherin, beim Silbermondlicht. Bringe deine Urkraft ins Leben hinein. Sieh, wie in jedem Moment deiner Begegnungen Liebe und Licht, Lebensfreude und Leichtigkeit fließt. Vertraue darauf. Lasse geschehen. Lasse es mit der Musik geschehen. Komme nun mit dem Klang der Glocke wieder zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen. Hat dir die Reise gefallen? Lasse auch dein inneres Kind immer bei dir sein. Beziehe es in deinen Alltag ein. Spreche mit ihm. Es wartet täglich auf dich. So darf alles heilen. Schenke ihm als Dank Liebe und Lebensfreude. Mache es dir schön. Durchlichte dein Leben. So wird es leicht und dein Herz frei. Komme mit mir zu unserer wöchentlichen Livestreams am Donnerstag
Hier arbeiten wir mit den Energien unserer Boten und Helfer. Wir werden ein Friedensfeld und Heilungsfeld mit den Liedern für uns und unsere Erde errichten, welches auf unserer diesjährigen Reise uns tiefgründig begleitet. Denn du weißt ja bereits, erinnert uns Solea immer wieder, dass die kommende Zeit unter der Heilung der Liebe steht. Um nach Hause zu kommen, müsst ihr, geliebte Kinder, erst in euren tiefsten Kern, in eurer Urkraft tief verankert sein, um am Ende gesund und selbstbewusst in Gruppenkraft in die neuen lichten Ebenen zu gelangen. Denn wisset, geliebte Freunde, ihr werdet einst befreit sein von Schmerz und Krankheit. Lasse dein Licht in dir entstehen. Liebe dein eigenes Licht und die Liebe, und alles wird heil. Dabei möchten wir euch so gerne zur Seite stehen. Und wir tun dies gerne. Du wirst überwältigt sein von dem, was in kurzer Zeit geschehen kann. Herzliche Einladung zu meiner täglichen Energieübertragung und Selkern-Matrix-Heilung und den neuen Codes der Venus. Hier kannst du deinen eigenen Venus-Code erhalten. Du erkennst deinen Seelenplan. Mit der täglichen Energieübertragung bist du eingehüllt in die lichten Energien von Mutter Erde und des Universums. Die Teilnehmer berichten mir, sie würden nur an Solea denken und das grüne Heilungslicht fließt zu ihnen. Alle Links findest du unter dem Video. Ich freue mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, denn so verpasst du kein Video mehr. Wenn dir meine Meditation gefällt, hast du die Möglichkeit, diese für dich selbst zu holen, für dich persönlich abgestimmt und energetisiert. Wenn du regelmäßig diese Meditationen machst, über eine längere Zeit kann vieles in Heilung gehen. Da wir in den Mondreisen regelmäßig durch unser Sternenrad wandern, dieses intensiv kennenlernen und somit uns selbst. Die Links findest du ebenfalls unter dem Video. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, es ist schön, dass es dich gibt. Hole dir gleich deinen eigenen Venus-Code.